Die Overlockmaschine ist nicht da und dein Stoff ist zu fein und zu dünn zum schönen Säumen und der Versäuberungsstich an deiner Nähmaschine ist nicht das, was du willst, dann habe ich die Lösung für dich. Hallo, ich bin Ramona und willkommen bei unserer Kreativzeit mit Elna. Webware, wie zum Beispiel Musselin, einlagig zu verarbeiten, geht nur, wenn es versäubert wird, da die Kanten ja sonst ausfransen. Aber wenn zum Beispiel die Overlockmaschine gerade nicht in der Nähe ist oder der Zickzackstich an deiner Nähmaschine dich nicht zufriedenstellt, dann gibt es noch eine andere Variante, und zwar der Rollsamfuß. Der Rollsamfuß hat eine kleine Schnecke und die rollt deine Stoffkante ein, sodass du nachher einen schönen, perfekten Abschluss hast. Und wie das geht, zeige ich dir gleich. Vorab muss ich aber auch gestehen, dass mich dieser Fuß anfangs sehr auf die Probe gestellt hat, wie ich ihn die ersten Male ausprobiert habe. Aber als ich endlich gewusst habe, wie es geht, war das auch total einfach. Und deswegen möchte ich auch den Leuten Mut machen, die vielleicht deswegen diesen Fuß schon viel zu lange in der Schublade liegen haben. Ich habe auch eine passende Nähidee dabei. Da mein Sohn immer noch sehr doll zahnt und der Speichel einfach kein Ende nimmt, warum er immer wieder noch ein Tuch um den Hals braucht, nähen wir heute ein fesches Halstuch. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen wegen meiner Stimme, die vielleicht so ein bisschen erkältet sich noch anhört. Die Kita-Viren sind gerade wieder extrem ausgebrochen. Und wenn die Kinder das natürlich kriegen, dann kriegen es auch die Eltern. Aber das lässt uns nicht entmutigen, also ran an das Projekt. Wir brauchen folgendes Material. Musselinstoff. Weil dieser Stoff beim Waschen einläuft, denke daran, ihn vorher vorzuwaschen, bevor du ihn verarbeitest. Jersey-Druckknöpfe und das passende Werkzeug. Für den Zuschnitt benutze ich ein Patchwork-Lineal und einen Rollschneider. Und ich schneide mir ein Rechteck mit den Maßen 60 x 18 cm zu. 16 cm Breite, 18 cm Höhe. Wenn du das Tuch für dich nähen möchtest, dann musst du das einfach den Maßen anpassen. Ich habe jetzt die Maße für meinen 2-jährigen Sohn genommen. Und wenn du das Tuch etwas voluminöser haben möchtest, dann verdoppelst du einfach die Breite. Jetzt werden wir die langen Kanten mit dem Rollsaumfuß säumen. Ich nähe heute auf der Elna Excellence 580 Plus und da hole ich mir den passenden Fuß aus dem Halter heraus. Ich muss erstmal meinen Unterfaden mit dem passenden Garn wechseln. Das geht hier, wie du siehst, sehr schnell und einfach. Dann montiere ich den Rollsamfuß mit dem Klicksystem und lege den Faden durch den Fuß nach hinten. Lege den Stoff unter den Fuß und nähe 2 bis 3 Stiche vorwärts und wieder zurück. Schneide den Faden jetzt nicht ab, sondern stelle die Nadel und den Fuß hoch und ziehe die Fäden seitlich mit dem Stoff zur Seite. Halte nun alle Fäden gut fest und mit ihrer Hilfe ziehst du den Stoff in die Schnecke ein. Ziehe den Stoff mit den Fäden ein bisschen nach hinten durch, halte die Fäden mit dem Mittelfinger gut fest und den Stoff mit deinem Daumen. Nun kannst du das Füßchen mit der anderen Hand senken. Nähe die ersten Stiche und lege dir dann deinen Stoff nochmal zurecht. Die Stoffkante läuft an der Führung des Fußes entlang. Achte darauf, dass dein Stoff nicht unter den rechten Teil des Fußes gelangt. Dein Stoff liegt trichterförmig zum Fuß. Nähe langsam und lege den Stoff immer wieder an die Führung und nähe so bis zum Ende. Ein schöner, sauberer Abschluss. Jetzt nähe ich genauso die andere Seite. Mit Hilfe der Fäden wieder den Stoff einführen und langsam weiternähen.
Jetzt bügele deine kurzen Kanten 2 cm nach innen um. Und anschließend nochmal 2 cm. Stecke alles gut fest. Und nähe ein Rechteck auf. Dafür setze ich den Standardfuß wieder ein und erhöhe meine Stichlänge von 2,4 auf 3,0. Markiere dir die Position für die Druckknöpfe. Befestige sie wie angegeben in der Anleitung des verwendeten Produktes. Ich befestige erst die flachen Verschlüsse auf einer Seite, dann die mit dem Stiel auf der anderen Seite. Jetzt kannst du das Halstuch schließen und anziehen. Ich finde es auch schön, wenn man das Tuch zweimal in sich dreht und dann erst verschließt. Mein Sohn hat jetzt ein neues, schönes Halstuch und bei dem einen wird es sicherlich nicht bleiben. Ich bin am Überlegen, einen dickeren und flauschigeren Stoff nochmal zu verwenden für die kältere Jahreszeit. Was meinst du? Wollen wir das Projekt gemeinsam angehen? Einen Schal zweilagig und plüschig für die kältere Jahreszeit? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und der Rollsamfuß ist jetzt für dich eine neue Variante geworden zum Versäubern deiner Stoffkanten. Wenn du es noch nicht getan hast oder es einfach vor Aufregung vergessen hast, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke die kleine Glocke, denn dann erfährst du immer das Neueste vom Neuesten. Sei kreativ, bleib kreativ. Bis dahin, tschüss!